Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck gewonnen, im falschen Film zu sein. Sie benutzen die Eastside Galerie als Vehikel für Ihre Investitionsverhinderungspolitik in dieser Stadt, meine Damen und Herren. Und es ist schon bemerkenswert, wie wenig Sie hier über Verantwortung gesprochen haben, nachdem Sie hier uns ein Jahr lang mit Ihrer Neudefinition von Verantwortung belästigt haben. Der regierende Bürgermeister ist für jedes Eichhörnchen auf einem Flughafen in Brandenburg verantwortlich. Sie haben sich zu Ihrer Verantwortung mitnichten bekannt. Das stelle ich hier mal fest. Zweiter Punkt. Ja, das können wir ja gerne mal in Relation setzen, Herr Kollege Schäfer. Wenn man das, was Sie hier vorhaben und dem Haus vorschlagen, wo Sie auch völlig alleine stehen, die beiden anderen Oppositionsfraktionen haben genau das nicht mitgemacht, wo Sie also völlig isoliert sind, wenn man das auf die Flughafenverhältnisse umrechnet, dann kommen Sie hier in eine Dimension prozentual, die weit, weit das überschreitet, was wir am Flughafen vorfinden, zumal diese 100 Millionen am Flughafen alle beklagt sind. Meine Damen und Herren, ich hätte mir auch gewünscht, dass Sie zu Ihrer Kommunikation hier mal Stellung nehmen. Denn das, was heute noch auf Ihrer Homepage zu lesen ist, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Da steht tatsächlich von der Fraktionsvorsitzenden niedergeschrieben, die SPD hat 1992 dieses Grundstück vertickert, verkauft oder veräußert oder wie auch immer Sie das formuliert haben. Das ist unzutreffend. Es handelt sich hier um einen Restitutionsfall nach dem Bundesvermögensgesetz durch das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen. Hier sind also verfolgungsbedingt nach 1933 verfolgungsbedingte jüdische Vermögenswerte rückübertragen worden. Nichts ist von der SPD, nichts ist vom Bundesland Berlin vertickert worden, werte Frau Kappeck. Das ist eine Frechheit. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass Sie mal über Verantwortung, wie Sie sie hier definiert haben, reden in Bezug auf Ihren Bürgermeister. Ich will jetzt gar nicht den Begriff vom Dorfschulzen bemühen, denn das schreiben ja alle Zeitungen. Aber dass der Kollege gestern im Hauptausschuss sitzt und dann fluchtartig den Saal verlässt aus Feigheit und Verantwortungslosigkeit, als die Piraten dieses Thema aufrufen, das ist schon sehr bezeichnend für Ihr Verständnis von Politik, meine Damen und Herren. Am Ende des Tages sind wir uns jedenfalls semantisch alle einig. Wir wollen die Mauer erhalten, das ist aber auch das Einzige. Sie meinen das aber in einem anderen Sinne als wir und deshalb sind Sie in diesem Haus, in der demokratischen Mitte, sind Sie isoliert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schneider. Möchten Sie replizieren, Frau Kapp? Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Schneider, ich hatte ehrlich gesagt mehr erwartet bei einer Kurzintervention, aber Sie haben vollkommen recht, ich habe in meiner Pressemitteilung einen Fehler gemacht, die ist allerdings auch schon über eine Woche her, ich will ihn deshalb hier korrigieren. 1990 wurde das Grundstück restituiert, 1992 unter Bausenator Volker Hassemer wurde von der Senatsverwaltung Landesebene ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, der die Basis fürs Planwerk Innenstadt unter Peter Strieder, SPD 1999 war, der so fest diesen städtebaulichen Wettbewerb mit der heute diskutierten Bebauung so festgesetzt hat und damit folgend rechtsverbindlich auch für die Planung auf der Bezirksebene waren. Es geht noch eine ganze Weile weiter, das haben wir auch alles auf unserer Homepage veröffentlicht. Ich sage Ihnen aber eins, die Menschen in Berlin interessiert dieser Schuldzuweisungsexzess nicht. Die wollen Lösungen und deshalb... Und genau deshalb haben wir heute einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, in der wir Vorschläge unterbreiten und damit unseren Beitrag zu einer lösungsorientierten und konstruktiven Diskussion liefern. Wir wollen gar nicht, dass Investitionen verhindert wird. Das ist auch eine Unterstellung, die Sie sich sparen können. Wir sagen lediglich, ähnlich wie das in der Bernauer Straße der Fall war, müssen wir mit den Investitionen darüber ins Gespräch kommen, wo ihre Investitionen an anderem Ort realisiert werden können, so wie das unter anderem ja auch im Rahmen einer Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik hier mehrfach als politischer Konsens festgehalten wurde. Ich glaube, wir sind da alle im Geiste
auf einer Seite. Wenn wir uns tatsächlich das Beispiel der Bernauer Straße heute immer vor Augen halten, und auch da hatten wir tatsächlich einen schwierigen Prozess und wir haben ein ganz hervorragendes Ergebnis am Ende bekommen. Auch dort haben wir ja wenig private Investitionsprojekte dann direkt auf dem Mauerstreifen. Wenn wir das tun, dann kommen wir, glaube ich, alle gemeinsam in die richtige Richtung. Danke.